Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, der Markt Hirscheid hat ein kleines Weihnachtsvideo für Sie vorbereitet. Hallo ihr Lieben, ich bin der Henning Müller aus der Vorschule im Kindergarten Pusteblume in Sesamfahrt. Mit diesem Video wollen wir euch die Weihnachtszeit versüßen. Ich entzünde die erste Kerze. Sie soll für alle brennen, die im Dunkeln leben, krank oder draußen. Die erste Kerze soll Licht in das Dunkel unserer Zeit bringen. Sie soll hell machen. Wir sagen euch an den lieben Advent, seht die erste Kerze brennt. Wir sagen euch an eine heilige Zeit, machet dem Herr die Wege bereit. Freut euch, ihr Christen, am 6. Dezember war es dann soweit. Unter Einhaltung aller Corona-Vorschriften versammelten sich Eltern mit ihren Kindern vor dem Rathausplatz. Ich komme zu euch wie vor 1000 vor Jahren, damit ihr könnt die frohe Botschaft erfahren. Nicht in Gestalt eines Kindes ohne Schutz, sondern ich als größeres Kind die Gelegenheit nutze. Euch zu verkünden, was durch meine Geburt begann und immer werden soll, jetzt und fortan. Dass es das Schönste ist, Liebe unter den Menschen zu schenken und nicht nur immer an den eigenen Vorteil zu denken. Geben statt nehmen bringt Wärme im Herzen. Missgunst und Geiz gilt es auszumerzen. Eure Tische sind reich gedeckt mit Essen und Trinken. Ihr dürft diejenigen, die wenig haben, nicht vergessen. Schenkt einander Freude und Liebe aus vollem Herzen. Nicht nur in der Weihnachtszeit, wenn brennen die Kerzen. Wir wünschen euch Frieden auf all euren Wegen, eine besinnliche Zeit sowie Gottes Segen. Weihnachtsstimmung auch in der Regnitzau. Hier hatte sich die Grund- und Mittelschule Hirscheid für die Bewohner des Seniorenheimes einiges einfallen lassen. Wir von der Grund- und Mittelschule Hirscheid wünschen quasi nachträglich noch einen schönen zweiten Advent und wir möchten mit unserer Darbietung jetzt gerne starten. Ich schick dir einen Engel, der glänzt im Sonnenschein. Ich schick dir einen Engel, der dein Komma sieht. Ich schick dir einen Engel, der singt ein wunderschönes Lied. Ich schick dir einen Engel, der dich noch lang beschützt. Ich schick dir einen Engel, der dich mit seinen Flügeln stützt. Alle schönen Engel an euch, ihr lieben Leute, weitet nun eure Herzen und habt dran eure Freude. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirtennest, gemacht durch der Engel
Ich entzünde die zweite Kerze. Die soll für alle brennen, die einsam sind, die sich ausgeschlossen fühlen und abgelehnt fühlen. Die zweite Kerze soll Wärme bringen in dieser kalten Zeit. Sie soll warm machen. Auch der Kindergarten St. Johannes überraschte das Seniorenheim in Hirscheid. Hallo! Hallo! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Das Rezept geblieben von den Plätzchen, die wir lieben. Wer hat das Rezept verschleppt? Ich nicht, du vielleicht? Nee, ich auch nicht. Na, dann müssen wir es packen, einfach frei nach Schnauze backen. Schmeiß den Ofen an. Oh ja, und ran! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Leckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Brauchen wir nicht Schokolade, Honig, Nüsse und Zuckerde? Und ein bisschen Zimt? Das stimmt. Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren und dann kommt das Ei. Pass auf. Vorbei. In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei. In der Weihnachtsbäckerei. Dankeschön. Und schöne Grüße an alle. Die Grundschulen und alle Kindertageseinrichtungen aus Hirscheid unterstützten unsere Senioren in der Corona-Zeit und bastelten fleißig Weihnachtsdeko. Ich entzünde die dritte Kerze.
Dieses Licht soll fröhlich machen in dieser düsteren Zeit. Dies soll das Leben bunter machen. Der Kindergarten Pusteblume hat sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Es war vor langer Zeit, da hatte ein Kaiser die Macht. Und der Kaiser Augustus in Rom, der wollte Geld. Und er beschloss, jede und jeder muss sich in eine Liste eintragen lassen. Und zwar in dem Ort, wo er geboren wurde. Jeder machte sich also auf in seine Heimatstadt, auch Josef und Maria. Die Stadt, zu der sie gehen müssen, heißt Bethlehem. Endlich sind sie in der Nähe von Bethlehem. Es ist Nacht, sie brauchen einen Platz zum Schlafen. Da kommen sie an ein Haus. Es ist ein Gasthaus. Warm scheint das Licht aus den Fenstern. Sie klopfen an und der Gast wird öffnet. Wir brauchen alle Bleibe für die Nacht. Kein Platz mehr, alle Leute unterwegs. Sie gehen weiter und spüren ihre müden Beine. Es wird bald losgehen mit der Geburt. Da sehen Sie noch ein Gasthaus. Hoffentlich klappt es da. Wir brauchen alle Bleibe für die Nacht. Mein Haus ist voll, ihr könnt da hinten einen Stall haben. Ein Stall. Nicht schön, aber wenn es nichts anderes gibt. Josef und Maria gehen weiter. Bald sehen sie den Stall aus Brettern gebaut. Sie öffnen die Tür, sehen Heu, Stroh und eine Futtergrippe für Tiere. In diesem Stall bekommt Maria ihr Kind. Sie legen das Kind in die Krippe, ein Bett haben sie ja nicht. Sie geben dem Kind den Namen Jesus. Über dem Stall am dunklen Himmel leuchtet ein sehr heller Stern. Auf einem Feld in der Nähe von Bethlehem sind Hirten. Sie passen auf ihre Tiere auf. Es wird Nacht. Sie machen ein Feuer, um sich zu wärmen. Aber auf einmal wird alles ganz hell. Die Hirten schauen zum Himmel. So etwas haben sie noch nie gesehen. Eine Schar von Engeln um sie herum, Boten des Himmels. Von ihnen kommt das Licht. Sie erschrecken und fürchten sich. Da sagt ein Engel zu ihnen. Nun ist sie da, die heilige Nacht, in der das Kind geboren wurde. Wir Engel halten bei Wacht, dazu sind wir bestimmt. Kommt los, ein Gott im Stalle. Da machen sich die Hirten auf den Weg. Ihre Tiere lassen sie allein. Sie können noch nicht glauben, was sie gesehen und gehört haben. Ein Kind für alle Menschen, von Gott gesandt, das müssen sie sehen. Horch, Maria, da kommt jemand. Und die Hirten fanden Maria, Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Im Stall war so eine Ruhe und so ein Frieden, dass die Hirten davon ergriffen wurden und ihre alltäglichen Sorgen auf einmal nicht mehr ihre Gedanken bestimmten. Endlich haben wir es gefunden. Was habt ihr gefunden? Na, das Kind, das uns der Himmel versprochen hat. Kommt, lasst uns das Kind anbeten. Josef, lieber Josef, du hast es gehört. Es ist das Kind Gottes. Und wir meinten, dass man nur in diesen Stall geraten kann, wenn man von Gott verlassen wird. Ich entzünde die vierte Kerze. Sie soll für alle brennen, die sagen, wir haben alles, was wir zum Leben brauchen. Sie soll brennen für diejenigen, denen doch oft das Wichtigste fehlt, die Gewissheit, dass Gott seine schützende Hand über uns hält. Es soll ein Zeichen von Gott sein, es soll uns geben, was wir innerlich zum Leben brauchen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, die Adventszeit endet und die Weihnachtsfeiertage beginnen. Im Gegensatz zu früher ist heute alles anders. Ein kleiner und gefährlicher Virus hat uns vor ungeahnte Herausforderungen gestellt. Geschlossene Gastronomiebetriebe und Sportstätten, Abstands- und Hygieneregeln, Mund- und Nasenmasken, Versammlungsverbote, Einschränkungen, wie wir sie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt haben. Betriebe, die an die Grenzen ihrer Existenz kommen. Auflagen, bei denen manche Mitbürgerinnen und Mitbürger die Demokratie in Frage stellen, aber auch Vereinsamung aufgrund von Kontaktbeschränkungen. Die Pandemie ist aber auch eine Prüfung der Menschlichkeit, wie ich einmal gelesen habe. In dieser Zeit werden schlechte und gute Eigenschaften des Menschen hervorgerufen. Schlechte wie Aggressivität, Denunziantentum, Besserwisserei. Gute
wie Hilfsbereitschaft, Demut und Nächstenliebe. Ich hoffe, dass am Ende der Rechnung das Gute überwiegen wird. Besinnen wir uns wieder auf das Grundlegende von Weihnachten. Besinnung, innere Einkehr, Familie und Freunde. Dieses Jahr werden wir Weihnachten so feiern, wie es sich viele oft gewünscht haben. Besinnlich, in aller Stille und im kleinen Familienkreis. Aber auch das ist für viele Menschen eine Herausforderung. Nehmen wir sie an. Vielleicht ist es sogar eine Chance, neue Werte zu entdecken. Wenn ich vorher von Verlierern der Pandemie gesprochen habe, dürfen wir natürlich auch die Gewinner nicht unerwähnt lassen. Und das sind vor allen Dingen die großen Internetversender. Diese sorgen aber nicht dafür, dass unsere Kommunen lebenswert und die Innenbereiche lebendig bleiben. Deshalb bitte ich Sie inständig, berücksichtigen Sie zuallererst unsere lokalen Einzelhändler und unsere Gastronomie. Denn was wären unsere Innenstädte ohne unsere vielen lokalen Anbieter? Ich bin in der sogenannten Stadenzeit mit meinen Gedanken auch bei unseren älteren Mitbürgern und Mitbürgerinnen, die oftmals allein in ihren Wohnungen leben und auf soziale Kontakte verzichten müssen. Ich denke an die Menschen, die in diesem Jahr einen lieben Angehörigen verloren haben und ihre Trauer in der jetzigen Zeit fast nicht teilen können. Aber auch bei unseren Ärzten, Krankenschwestern, Altenpflegern und auch der Polizei, die in dieser Zeit Übermenschliches leisten. Danke Ihnen allen. Jeder Einzelne von uns wird dieses Jahr das etwas andere Weihnachten feiern. Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit im Kreise Ihrer Lieben, soweit das möglich ist. Ein gesundes und glückseliges neues Jahr und uns allen, dass wir sehr bald über das Coronavirus in der Vergangenheit sprechen können. Danke. Wir wünschen Ihnen viel Gesundheit. Weitere Wünsche hören Sie nun von unseren Kleinsten. Ich wünsche euch zauberhafte Träume. Ich wünsche ganz viel Liebe in der Weihnachtszeit. Ich wünsche euch Umarmungen, die von Herzen kommen. Ich wünsche euch Staunen aus selbst. Ich wünsche euch, dass ihr immer geboren seid. Ich wünsche euch immer Lebensfreude. Ich wünsche euch, dass ihr immer mutig seid. Ich wünsche euch ein Gefühl von Leichtigkeit. Ich wünsche euch Sonnenschein. Ich wünsche euch frohe Weihnachten.